Wo schlafe ich eigentlich am besten? Ich glaube, ich schlafe überall am besten. So, meine lieben Kuscheltiere, wieso geht ihr gerne ins Bett? Also, ich, weil ich mit dir immer so schön kuscheln kann. Und ich, weil ich in meiner Höhle ganz, ganz kuschelig bin. Ich glaube, dass die Pädiatrie und vor allem die Kinder- und Jugendpsychiatrie neu geschrieben werden muss, indem man Schlafstörungen von Anfang an berücksichtigt. Es muss ins Curriculum eingebunden werden, das ist es noch nicht. Es muss an jeder Klinik eine Schlafmedizin ausgeübt werden und es muss jeder Pädiater, der ausgebildet wird, so wie ein Blutbild befunden kann, auch schlafmedizinisches Know-how haben. Genau. Also wir haben zu psychischen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen einiges gemacht während der Corona-Pandemie, weil wir einfach gesehen haben, dass die Kinder da recht alleine gelassen worden sind. Also es ist einfach halt viel Blick auf den Virus und auf die Erwachsenen gewesen, auf die Älteren und die Jungen eigentlich sehr wenig. Und was wir in unseren Studien sehen, ist, dass sie massiv belastet waren und dass sie die Schlafstörungen, die ja eigentlich bei Kindern und Jugendlichen gar nicht vorkommen, das ist ja kein Thema in der Schlafforschung, sich verdoppelt, verdreifacht haben zum Teil. Ja. Wir wissen, dass die Schlaflosigkeit, die Insomnie, von der wir dafür sprechen, oder Unruhe im Schlaf, ganz viel mit psychischen Erkrankungen wie Angststörungen und Depression zu tun hat. Also Verstimmungen und Angststörungen ist ja etwas, was wirklich sehr, sehr eng gekoppelt ist zur Insomnie. Und das haben wir bei Kindern und Jugendlichen auch auf Kinder- und Jugendpsychiatrien gesehen, dass diese Themen sich massiv gesteigert haben, vor allem die generalisierte Angststörung. Das heißt, nicht die Angst vom Virus oder die Angst vor irgendwas Bestimmtem, sondern eine sehr unspezifische Angst vor allem um mich herum und ich weiß gar nicht, wo sie herkommt. Aber dadurch, dass ich in einer angstbesetzten Gesellschaft oder Atmosphäre aufwachse, wird das eben dann so generalisiert, ich habe von allem Angst und bin unsicher. Ja. Wenn wir jetzt sozusagen uns anschauen, wo sind jetzt die Probleme, die wir auch bei Kindern und Jugendlichen sehen, dann sehen wir eines: weniger schlafen, mehr Zeit mit sozialen Medien, nicht ausgeschlafen sein. Schlaf ist etwas, was keinen Wert hat. Man will ja wach sein, man will ja im Wachen hier aktiv sein. Schlaf hat einfach diese Wertigkeit nicht und es ist auch meine Erfahrung, dass wenn ich mit Kindern und Jugendlichen in Schulen über Schlaf, das Thema Schlaf spreche, dann schlafen alle ein, weil sie das langweilig finden. Wenn man beobachtet, dass Kleinkinder, Säuglinge bereits schon ein Smartphone haben, mit dem sie spielen können, da sieht man eigentlich, dass das die sozialen Medien verwendet werden, um Kinder ruhig zu stellen. Also ich sage immer, manchmal habe ich den Eindruck, dass das Smartphone der neue Schnuller ist. Ich glaube, die optimale Entwicklung und die optimale Entwicklung einer Bindung hängt ganz stark damit zusammen, wie viel Ruhe und emotionale Verfügbarkeit man dem Kind vermittelt. Ja? Und dazu reichen auch diese kurzen Fütterphasen, ja? oder dazu reicht auch der Körperkontakt, wenn das Kind schläft. Es gibt trotzdem eine Sicherheit dem Kind und man wird es in der Physiologie sehen, zum Beispiel im Herzschlag. Ja? So what we are particularly interested in is the effect of sleep on motor memory consolidation. Motor memory is this type of memory that you use when you learn new skills. So for example, when you learn to play the piano, when you learn to ski, or when you learn how to ride a bike. And this type of memory, of course, is very important for humans. And we know now that sleep is very critical for the consolidation of motor memories. So if you sleep after you've learned a new motor skill, you're going to get better as compared to if you stay awake after learning this skill. Meistens tut mein Papa noch Gitarre spielen und meine Mama irgendwas noch vorlesen oder ich lese einfach selber. Also der Kinderschlaf ist ein ganz wichtiges Thema und wir versuchen auch im Rahmen von einem Projekt mit der österreichischen Gesundheitskasse dieses Thema schon sehr früh in die Schulen zu integrieren, sozusagen gesundheitspsychologisch, bevor eigentlich ein Problem auftaucht,
damit sowohl Kinder als auch die Eltern mit diesem Thema vertraut gemacht werden und man vor allem dann auch als Kind weiß, was kann ich tun, wenn ich nicht so gut schlafe. Früher hatte ich oft Albträume und dann habe ich mich eine Nacht nicht getraut einzuschlafen, aber ich habe den Tag trotzdem gemacht. Warum haben wir so großes Interesse an Schlaf bei Kindern und an der Wirkung des Schlafes bei der kindlichen Gedächtnisbildung? Das hat zwei Gründe. Der eine ist völlig offensichtlich. Kinder schlafen viel, nicht? Und unsere Hypothese, warum schlafen sie so viel? Ja, weil sie so viel Langzeitgedächtnis bilden müssen. Sie müssen sprechen lernen, laufen lernen. Sie müssen das ganze Wissen akkumulieren, was dann sie befähigt, irgendwie berufliche Karrieren, die einigermaßen akzeptabel sind, hinzulegen. Das heißt, die haben natürlich den größten Bedarf, etwas zu lernen, Wissen zu akkumulieren, ja, sowohl im deklarativen, also sozusagen bewussten Gedächtnisbereich, als auch in diesen prozeduralen Skill-Fertigkeiten. Ja, wenn wir Kinder studieren, der Schlaf transformiert ja im Prinzip die Gedächtnisinhalte, die frisch aufgenommenen Gedächtnisinhalte, die tatsächlich insbesondere im Hippocampus gehalten werden, und sendet sie hinein, transformiert sie hinein in den Langzeitspeicher, in den Neokortex, die Hirnrinde. Ja? So sleep is very essential for physical and mental health, but now we see that it is also very critical for how we treat other people, for our social interaction with other people, and also for the type of societies that we live in. So if you think about a society that doesn't really value sleep, you get societies that is not as empathic and kind as it could be. I think that we need to help children be able to get more sleep by changing the institutions that they are visiting every day, the school start time, and also in colleges, how much pressure we put on students that doesn't allow them to get sufficient sleep. These are all things we need to think about as a society, because the impacts are so pervasive. Schlaf als Kinderrecht ist, um die Diskussion zu neutralisieren und aus dem berufsgruppenspezifischen Fokus herauszuholen. In diesem Kontext gehört das Kind als Kind wahrgenommen und nicht als Objekt, dem man eine Therapie überstülpt. Und dann ist das Kind krank, Therapie, Kind gesund. Das ist es nicht. Dann würde er nie eine andere Schlange kriegen. Achtung, Platz!